Moin Leute, ein Embargo von Gas, Öl und Kohl und dazu noch der Atom- und Kohleausstieg. Geht das, ohne dass unser Netz sofort kollabiert, also unser Stromnetz? Ich habe eine wissenschaftliche Veröffentlichung gefunden, die sagt, ja, das geht unter bestimmten Bedingungen. Und es geht um genau diese Studie hier. Ja, mein erster Gedanke war, krass, wie soll das gehen? Also ich fand das schon irgendwie sehr heftig. Also wie sicher ist das Ganze, ja? Und scheitert es am Ende nicht an Dingen wie nicht vorhandenen Stromspeichern oder diesen krassen Schwankungen der Erneuerbaren? Ich habe mir die Studie dann einfach mal durchgelesen und die ganzen Fragen nochmal, die ich offen hatte, an den DIW gestellt, also mit denen Kontakt aufgenommen und stelle euch heute alles vor. Es ist echt sehr, sehr interessant, kann ich euch nur sagen. Ja, wo stehen wir eigentlich? Im Dezember 2022, also Ende dieses Jahres, sollen die letzten drei AKWs vom Netz gehen. Es sind wirklich nur noch drei am Netz. Und bis 2038 ist ein vollständiges Ende des Kohlestroms vorgesehen. Angestrebt ist sogar ein Ausstieg bis 2030. Okay, fangen wir erstmal mit der Kohle an. Woher kommt die überhaupt? Braunkohle haben wir hier relativ viel selbst und bauen auch viel ab. Also das ist eigentlich nicht so ein Thema. Steinkohle hingegen wird echt eine Menge importiert. Und dieses Bild hier vom DIW zeigt es ziemlich gut. Die EU bezieht Steinkohle nämlich hauptsächlich von Russland und zwar ungefähr 50,6 Millionen Tonnen. Deutschland bekommt davon 18 Millionen Tonnen und deckt damit ca. 60% der Importe ab. Also wir Deutschen sind also einer der größten Abnehmer in der EU russischer Steinkohle. Ob wir jetzt diese leicht ersetzen können oder nicht, das schauen wir uns gleich nochmal an. Okay, aber wie sieht es eigentlich mit den anderen Energieträgern aus? Wir gucken uns das hier mal an, ja? Wie viel kommt an sich aus Russland? Und wir sehen, dass Gas unser größtes Problem ist. Wir importieren nämlich hier 55% aus Russland und sind damit nicht mal Spitzenreiter in der EU. Und das große Problem bei Gas ist auch noch, dass es halt über Pipelines transportiert wird und das macht die ganze Sache halt nochmal schwieriger, weil so ein Pipeline-Netz baut man nicht mal eben auf. Das dauert ein bisschen. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt sagen wir mal, wir hätten wirklich keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr aus Russland. Atom- und Braunkohleausstieg werden wie geplant fortgesetzt. Der Braunkohleausstieg sogar bis 2030, also auch nochmal das härtere Ziel, was also ohne Embargo eigentlich schon ein verdammt ambitioniertes Ziel ist. Und geht das überhaupt? Gucken wir uns mal an. Wir sehen nämlich hier den Strommix jetzt von 2020, wie er aussieht. Ihr seht, es ist halt mega durchmischt. Wir haben hier eine Menge Erneuerbaren, also die Erneuerbaren sind in Blau und Gelb angezeigt, Erdgas ist in Orange und Kernenergie in Rot und Kohle in Braun. Als erstes fällt die Kernenergie weg, also komplett raus damit. Das ist dieser Anteil. Dann die große Frage Erdgas, das fällt ja nicht komplett weg, sondern nur ein Teil. Und wie viel davon, das schätzt das DIW ab und zwar in dieser Studie hier unten. Dort wurde halt abgeschätzt, wie viel Gas kurzfristig durch andere Importe ersetzt werden kann und was an realistischen kurzfristigen Einsparpotenzial vorhanden ist. Und der Löwenanteil dabei kommt durch die Idee, wir ersetzen den Strom durch andere Quellen. Moment. Hier stelle ich mir direkt die Frage, Gaskraftwerke haben ja eine Besonderheit und zwar können die sehr schnell zugeschaltet werden, also sehr schnell auf kurzfristige Schwankungen reagieren und sind deshalb sehr, sehr wichtig für die Netzstabilität. Und da frage ich mich direkt, haben die denn sowas auch bedacht, ja? Und ja, tatsächlich haben die, ich habe da nachgefragt und mir das nochmal genau angeguckt, aber ich komme gleich nochmal genau auf diesen Punkt zu sprechen. Das gucken wir uns gleich nochmal detaillierter an, weil das ist echt interessant. Ihr seht jetzt, das ist das, was noch übrig bleibt und da seht ihr, da fehlt eine ganze Menge, um alles abzudecken, ja, zumindest strommäßig. Durch den Zubau von Erneuerbaren haben wir aber 2023 tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr zur Verfügung. Wie viel genau, können wir noch nicht ganz exakt abschätzen, aber grob geht's schon. Ja, je nach Wetter und realen Zubau kommt also einer dieser drei violetten Balken dazu. Okay, aber dann bleibt immer noch ein Rest übrig. Damit wir nicht trocken laufen, soll dieser dann aus einer stärkeren Auslastung und Nutzung der Netzreserve möglich sein. Der Preis dafür ist, dass wir die Kohlemeiler, die eigentlich 2023 stillgelegt werden sollen, noch für ein Jahr, circa ein Jahr länger laufen lassen müssten, um genügend Reserven zu haben. Denn wenn wir das nicht machen würden, dann hätten wir ein ernsthaftes Problem. Okay, 2023, ja, wie gesagt, das absolute Horrorszenario und wir stellen uns das jetzt mal vor und gucken mal, fangen wir wieder mit der Kohle an, also Steinkohle. Können wir diese überhaupt ersetzen und zwar für die ganze EU? Das ist wirklich eine Menge. Und das DIW und auch der Verein der deutschen Kohleimporteure sagen, ja, das geht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Das
ist tatsächlich so, dass in den USA die Nachfrage nach Kohle extrem gesunken ist in den letzten Jahren und daher wirklich anscheinend genügend Kohle auf dem Markt frei vorhanden ist, also die auch weg soll. Und das heißt, dass wir hier nicht mit einem Engpass rechnen müssen, vermutlich. (2023) Netzstabilität, ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen. Kann unser Netz das überhaupt? Ja, Gaskraftwerke sind ja extrem wichtig, da diese, wie gesagt, sehr schnell anfahren können und halt super schnell auf krasse Lasten reagieren können, was halt auch wirklich extrem wichtig ist für die Netzstabilität. Kohle oder AKWs brauchen dafür zum Beispiel sehr, sehr lange und können das halt einfach gar nicht machen. Die schaffen das nicht. Auch PV und Wind eignen sich nicht zwangsweise dafür, weil die nicht unbedingt vorhanden sein müssen. Ja, es geht halt wirklich um kurzfristige Schwankungen und zwar sehr starke. Bei den Gaskraftwerken, von denen ich jetzt hier die ganze Zeit spreche, die wegfallen, handelt es sich aber im Großen und Ganzen nur um ungekoppelte Gaskraftwerke, also keine Kraft-Wärme-Kopplung. Einfach gesagt bedeutet das, das sind nur die Gaskraftwerke, die nur Strom erzeugen und nicht auch noch zusätzlich Wärme, wie es viele auch tun und was eigentlich auch zukünftig eher angestrebt ist, weil das effizienter ist. Okay, nehmen wir jetzt mal an, wir schalten, wie gesagt, oder müssen halt viele dieser ungekoppelten Kraftwerke abschalten. Wie groß ist denn jetzt der Unterschied dann in den Schwankungen? Ja, aber auch mit der Betrachtung, dass wir 2023 ein bisschen mehr PV und Wind haben. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Ihr seht links nochmal 2020 ohne die Erneuerbaren. Rechts daneben dann 2023 ohne die ungekoppelten Gaskraftwerke und ohne die Kernenergie. Und daneben seht ihr die installierte Leistung der Erneuerbaren. Ja? Das ist die installierte Leistung, das heißt, das ist wirklich das Maximum, was erreicht werden kann. Es geht jetzt einfach nur darum, mal die Größenordnung hier darzustellen. Die Leistung der Erneuerbaren schwankt über das Jahr natürlich massiv. Ich denke, das ist allen klar und das wird auch berücksichtigt. Jetzt rechts daneben seht ihr einen grauen Balken und dieser beschreibt, wie stark die Schwankungen unserer Last sind. Und zwar 2020. Der obere Strich oder die obere Grenze beschreibt quasi das Maximum und die untere Grenze dann das Minimum dieser Schwankungen, das was man kennt einfach. Ja, also das kennt man historisch und kann das relativ gut abschätzen. Wenn man jetzt sieht, 2023, wir würden jetzt die ganzen Erneuerbaren, die dazugekommen sind, noch dazu nehmen, dann sieht man, und das fand ich echt interessant, dass das Maximum der Schwankungen, also wirklich die extremen Schwankungen halt sogar runtergeht. Das wird nicht größer, sondern es wird kleiner. Und wenn man darüber nachdenkt, ergibt das auch Sinn. Zum Beispiel, wenn ich hier einspeise bei mir, dann geht der Strom, den ich ja hier von meiner PV erzeuge, als allererstes eigentlich an den Nachbarn, weil der hat zum Beispiel keine PV. Und das heißt, was ich ihm an Strom gebe, er bezahlt zwar an den Netzbetreiber, kriegt den aber eigentlich dann von mir teilweise. Was bedeutet aber, dass das Kohlekraftwerk irgendwo, oder ich weiß nicht, das Gaskraftwerk vermutlich eher, weil das schnell reagieren muss, dann nicht dafür einspringen muss. Das heißt, die Last auf das Netz geht teilweise sogar lokal runter durch die PV. Okay, davon mal abgesehen, aber was ist jetzt mit wirklich krassen Schwankungen? Ich meine, die Leute vom DIW sagen, ja, die gibt's, ne? Und die kommen auch und die müssen wir auch abdecken. Also da haben wir keine Chance und da gibt es praktisch keine Alternative zu Gas. Aber die kommen nicht so schrecklich oft. Und für den Fall, dass diese auftreten, dafür haben wir tatsächlich dann noch genügend Gas übrig und könnten eigentlich damit leben. Und wir können die ungekoppelten Kraftwerke auch dafür nutzen. Allerdings wird das Ganze wesentlich teurer. Da es aber nur selten vorkommt, ist es anscheinend gar nicht so dramatisch, wie oft getan wird. Also das fand ich tatsächlich super interessant, ne? Also schon irgendwie eine spannende Erkenntnis für mich auch. (2030) Wir sind jetzt angenommen komplett raus aus den Fossilen und haben einen vollständigen Verzicht auf russische Energieträger. Geht das überhaupt? Und die Leute vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagen, ja, es geht und die haben es auch simuliert. Und es ist diese Zusammensetzung, die wäre machbar. Ja, es wäre nur noch ein ganz kleiner Teil Gas tatsächlich nötig für Schwankungen und der Rest ist komplett erneuerbar. Und ihr seht auch, dass der Gesamtverbrauch massiv gestiegen ist. Und zwar von 600 Terawattstunden 2020 auf fast 900 Terawattstunden 2031. Das wird dann an der Verkehrs- und der Energiewende liegen. Das heißt zum Beispiel, dass viele Sachen, die vorher über Gas oder über Fossile betrieben wurden, jetzt auf Strom umgeswitcht wurden, die halt wesentlich effizienter auch sind. Was dann im Endeffekt eigentlich heißt, mehr E-Autos, mehr Wärmepumpen und auch die Industrie versucht, mehr auf Strom und Wasserstoff umzustellen. Okay, alles schön und gut, aber ein extrem wichtiger Punkt hat mir hier einfach noch gefehlt und der wurde mir nicht beantwortet, deswegen habe ich beim DIW nachgefragt. Nämlich,
brauchen wir nicht noch mehr Speichermöglichkeiten bis dahin. Denn durch die Schwankungen der Erneuerbaren werden natürlich auch Speicher gebraucht. Bis 2023 natürlich noch nicht so intensiv, aber 2030 auf jeden Fall. Ne? Also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. In der Studie stand aber leider nichts davon, also habe ich beim DIW direkt nachgefragt und das ist die Antwort von denen. Das fand ich echt interessant. Die haben halt gesagt, dass in deren Simulationen bis 2031 wirklich Speicher berücksichtigt sind. Und die gehen da von gewissen Szenarien aus und meinten, je nach Szenario schwankt das halt. Aber so im Großen und Ganzen sieht es halt folgendermaßen aus. Ja? Die gehen davon aus, dass wir so 25 bis 100 Gigawatt an Batteriespeicher brauchen im Jahr 2030. Und hier mal zum Vergleich, 2019 gab es 219 Gigawatt an gesamter Kraftwerksleistung in komplett Deutschland. Also wir reden hier von einer ganzen Menge Holz, ja. Und vergleichsweise geringe Mengen an H2 als Speichermedium. Pumpspeicherkraftwerke sollten dann so auf heutigem Niveau bleiben. Und die haben aber auch gesagt, ganz klar, ohne einen zusätzlichen Ausbau an Speichern wird es kaum gehen. Insbesondere, wenn der Einsatz von Erdgas auch mittelfristig, und mittelfristig heißt 2030, deutlich reduziert werden soll. Warum eigentlich so wenig Wasserstoff und so viel Batterie? Ja, ich hatte leider keine Zeit mehr, das mit dem DIW zu diskutieren, also es war halt zu knapp jetzt. Ich denke aber, dass ich die Antwort kenne, deswegen probiere ich es mal. Ja, einmal glaube ich durch die E-Autos und das Vehicle-to-Grid, also quasi, dass ich die E-Auto-Akkus für die Stromspeicherung des Netzes auch mitnutze, also weil wir haben da einfach wahnsinnig viel Speicher vorhanden, warum den nicht auch fürs Netz nutzen, zumindest einen kleinen Teil. Genauso wie auch irgendwie Technologien wie Natrium-Ionen-Akkus, die schon auf dem Vormarsch sind, oder auch Thermophotovoltaik, das sind alles so Sachen, die sind in meinen Augen relativ aussichtsreich und auch sehr ressourcenschonend. Welche das jetzt genau sein werden, das kann ich ebenfalls nicht wirklich sagen, denn das ist hochgradig spekulativ. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Was interessant ist, ist aber, dass H2 vermutlich eher für die Prozesse in der Industrie, also da, wo ich wirklich Wasserstoff brauche, auch jetzt schon, ne, wo der einfach unersetzlich ist und möglicherweise auch im Flugverkehr, weil da für Langstreckenflüge zum Beispiel habe ich einfach nichts anderes. Ne? Also da brauche ich einen echten Ersatz für Kerosin und das ist verdammt schwer. Das wird mit Batterien vermutlich nicht möglich sein. Und das, also alleine diese beiden Sachen schon, das sind gigantische Mengen an Wasserstoff und die müssen wir erstmal grün liefern können und das wird schon eine riesen Herausforderung werden. Das Ganze jetzt ins Auto zu kippen oder in sonst irgendwelche Sachen ist in meinen Augen, weiß ich nicht, muss man mal gucken, ob das wirklich dann funktioniert. So einfach ist das halt nicht, ne? Ich halte es selber für unrealistisch zu glauben, dass wir alles mit Wasserstoff kostengünstig vor allen Dingen abdecken können. Das, denke ich, ist ein Trugschluss. Okay, welche Unsicherheiten wurden berücksichtigt? Das habe ich auch beim DIW nochmal angefragt, das fand ich halt sehr interessant. Für 2023, also für diese Modellrechnung, wurden berücksichtigt halt Unsicherheiten bezüglich der wetterabhängigen Erzeugung aus erneuerbaren Energien, also die typischen Schwankungen, die ich in so einem Jahr habe, das wurde mit reinbezogen. Was aber nicht mit berücksichtigt wurde, ist so das Ausbautempo der Erneuerbaren, ne? Also da halt Schwankungen, die natürlich auch groß sein können, die Nachfrage, das Exportsaldo, der CO2-, Kohle- und Gaspreis, ja. Ich glaube, die wollen das auch noch nachschieben, aber ich meine, das war jetzt, glaube ich, eine relativ kurzfristige Aktion und es ging halt erstmal darum, so die Größenordnungen abzuschätzen und einfach zu sagen, naja, es scheint irgendwie schon möglich zu sein, ja. Ich glaube, diese grobe Aussage kann man daraus treffen, das fand ich interessant. Für die 2030er-Modellrechnung hängt es aber sehr stark von den Szenarien ab, die die halt betrachtet haben. Also die machen dort verschiedene Szenarien, die die annehmen, simulieren die und können dann sagen, ja, wahrscheinlich wird das irgendwie da und da landen, ne? Und da ist es tatsächlich so, dass die momentan noch verschiedene andere Szenarien berechnen und die auch bald veröffentlichen werden. Und auch noch ein Szenario insbesondere, was auch das Osterpaket etwas besser abbildet. Man muss sich aber immer klar machen, dass diese Rechnungen halt unglaublich komplex sind. Ne? Also das dauert halt sehr lange, sowas zu erzeugen. Und deswegen dauert das noch so ein bisschen. Aber ich glaube so, wie gesagt, dass diese Veröffentlichung, die da rausgebracht haben, schon erstmal so eine Base gibt und die einfach zeigt, irgendwie geht's schon, wenn wir das vielleicht wollen. Ne? Also zumindest was den Stromsektor angeht. Okay, vielen Dank an das DIW für die mega interessante Arbeit und auch die Erlaubnis, die Ergebnisse zeigen zu dürfen. Ich fand auch die super schnelle Beantwortung meiner Fragen halt total nett. Also wir hatten nämlich einige Tage vor dem Dreh habe ich denen die Fragen erst geschickt, es war halt super kurzfristig und das fand ich total nett, also vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr, sehr spannend, einfach auch mal zu sehen, wie sowas wissenschaftlich überhaupt betrachtet wird
bei dieser extrem hitzigen Diskussion, die da im Moment auch herrscht, und dass solche Dinge halt auch relativ gut simuliert werden können, ne? Und auch zeigen, wir sind vielleicht stärker und stabiler aufgestellt, als viele das eigentlich denken. In jedem Fall denke ich, dass man mit solchen Dingen, mit solchen Rechnungen erstmal überhaupt irgendwelche Zahlen, irgendwas Konkretes an der Hand hat, um die ganze Situation überhaupt vernünftig bewerten zu können. Deswegen halte ich persönlich sowas für sehr, sehr wichtig. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ich freue mich sehr über sowas und sag dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.